Hallo zusammen und willkommen bei Station Ears Let's Play. Wir erobern den Mars. So, wir haben ja jetzt die neuen, vier neuen Solarzellen da oben montiert. Sehen wir sie hier? Ja, 1, 2, 3, 4. Gerade die größten, wo es gibt, die zwischendrin haben wir übersprungen. Und jetzt brauchen die eine neue Steuerung. Und wir können theoretisch nochmals eine Steuerung bauen mit diesen Logikbausteinen. Haben wir aber schon gemacht. Ich möchte jetzt eine andere Art ausprobieren, wie man Steuerung basteln kann. Und dazu gibt es diese IC-Chips und IC-Gehäuse. Und die müssen wir jetzt mal produzieren. Da gehen wir hier hin und sagen, wir brauchen zuerst mal alte Standardzeugs, einen Sensor, den wir... Oh, wir brauchen Gold. Bei Gold geht langsam zu Ende. Gut. Bald wieder farmen. Ich habe doch mega viel gefarmt. So, gut, einer reicht. Oh, das Kabel brauchen wir auch. Das kann man weglegen. Kabel. Das wäre der Sensor. Nice. Dann brauchen wir einen Energieregler. Nochmals. Das wäre für die Notstromversorgung ein Energieregler. Wo ist denn der? Da, hier. Den haben wir ja schon mal angebaut. Bei den anderen Sachen auch. Die Türen haben auch einen, dass die immer laufen, auch wenn der Stromausfall da ist. Und nachts, wenn die Solarzellen nicht drehen, dass der trotzdem der Steuerung Strom gibt, dass die Steuerung das erledigen kann. Dann brauchen wir diese IC-Sachen. IC-Chip. Das wäre mal das erste. Ui, Elektron. Haben wir noch Elektron? Elektro, das hier. Boah. Ja, Gott, komm, scheiß drauf. Rein damit. Machen wir mal ein. Ja, ich hab so im Urin, dass ich bald wieder farmen muss. Hä? Gut, der ist ein bisschen harziger als das andere. Du, 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 du. Wunderbar. Nice. Hüpf raus. Gut. Der Chip, auch der Chip alleine nützt nichts. Da braucht es noch ein Gehäuse. Ein IC-Gehäuse. Da. Die IC-Gehäuse. Wieso da? Kupfer. Na, schon wieder. Ja, es neigt sich langsam. Ein So. Gut. So. Ah, so. So, 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 so. Sturm, 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 Sturm. Mist. Warte mal. Müssen die Türen schließen. Schnell. Gut. Und hier schließen. Schnell. Gut. Okay. Okay. Also. Gehäuse. Ah, ist schon eins gemacht, warte mal. Ach, nicht zwei machen, so. Gut, das wäre eigentlich alles, was wir brauchen. Also fast alles. Oh, Sturm, warte mal. Wie geht's den Turbinen? Oho, Batterien. Die sind grün. Bald grün. Oh, die drehen wie verrückt. Warte mal. Wo ist da das Tablet? Nein, nicht du. Netzwerk. Boah, 11 Kilowatt schon. Oh, schnell eine Batterie her. Schnell eine Batterie her. Wir wollen da nicht verschwenden. Oh, die ist schon fast voll. Ja, Batterie groß muss da her. Jetzt wäre genau die richtige Zeit für Batterie groß. Schade. Batterie groß. Nein, nicht Batterie kriegt. Batterie, Batterie, Batterie groß. Hier, die hier. Stelit, 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 schnell her. Stelit, 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 Stelit. Das hier. Es neigt sich auch langsam. Alles neigt sich. So, produzieren. Sie haben eine große Batterie. Jetzt machen wir gerade die Vorbereitung im Raum.
damit wir das Ding dann haben. So, also einmal her. Boden auf. Da hinten sind die Kabel. Ah, ich sehe es nicht. Warte mal. Aber es müsste das hintere Loch sein, Dämpfer. Wenn es hier nicht ist, dann ist das hintere. Ich brauche drei Kabel. Machen wir so 1, 2, 3. Ich hoffe gut, dass die gerade einzeln da liegen. He? Super. Mega gut gemacht, Meliodas. So, ich schmeiße es am Boden und dann malen sie an. Violett ist ja die Farbe der Kabel für unsere Zuführung. Da muss da hinten sein. Wenn es gelb wird, ist gut. Es ist rot. Ah, noch besser, weil wir die Zange nicht in der Hand haben. Genau da ist das Kabel. Genau so. So. Und jetzt so. Ich möchte einfach nicht die Tür aufmachen. Das wäre jetzt gerade verheerend. Und hier vorne brauchen wir auch Kabel. Wir müssen ja das Ding verbinden. So. Und dann drehe es auf Position. So und so. Cool. Dann können wir die Bodenplatte wieder einsetzen. So. Jetzt komm schon, komm schon, komm schon. Bist du durch mit der Produktion? Noch nicht. Ah, jetzt gerade die Hälfte. Meine Güte. Erstes Mal produziere ich eine auf Tasche. Ne, die sind zu teuer einfach zu produzieren. Ah, die schöne Energie, die schöne Energie. Ich kann ja noch die nukleare Batterie laden, wenn wir gerade hier sind. Dann kann die wenigstens auch noch ein bisschen Strom genießen. Die ist voll. Gut, haben wir nichts anderes, wo voll ist. Ah, gut, wir können die auch noch laden. Ah, die ist ja voll. Wir sind jetzt beide voll. Ah, Mist. Wir haben nichts zum Energieverschwenden. Wir können Energie verschwenden. Ja. 87, 88. 88. 90, 90 ist gut. Boah, die kosten echt viel. Die sind echt teuer, die Dinger. Aber die haben schon Power. Gut, hat eh kein Gold mehr. Würde eh nicht mehr weiter produzieren. So, schnell hoch. Kabel sind genau so, wie sie sein müssen. Vorne der Ausgang, hinten der Eingang, genau. So, daher. Und, Weißbrenner. Wo ist er? So, Batterie voll, randvoll schon. Elektrische Teile, Mist, zwei Stück. Verdammt, 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 verdammt. Elektrische Teile, elektrische Teile, elektrische Teile, elektrische Teile. Das braucht so viel den ganzen Tag. Eins. Komm schon. Gut. Oh, das letzte Gold ist gerade draufgegangen für den Scheiß. So, wir machen ganz schnell, 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 schnell. Und die machen wir hin mit dem Schraubenzieher, war das, glaube ich. Eiland, zack. So. Wunderbar. Okay. So, und noch einschalten, sonst ist das Ganze nicht. Oh, lädt. Wie schnell lädt der? Wie kann ich den auslesen? Ah, verdammte Scheiße. Gut, wieso liegt der am Boden? Ist er dagegen geschossen, oder? Ah, der Sturm hat den umgenietet. Glaubst du nicht? Die Tür offen gelassen habe. Gut. Wie geht's dem Ding hier? Boah, das dreht ja wie verrückt. Ah, oh, ist das dann nicht gut? Krass. Hydration Critical. Hier drin ist auch noch alles gut. Scheint so sein, ne? Es scheint so zu sein, ne? Ja, das müssen wir dann auch noch. 70%.
100% hat nichts rausgesagt. 70%. 70%. Ja, gut. Wie geht's eigentlich den Filtern? Die sind noch fast voll, hä? Ja. Sehr gut. Wir brauchen Trinken. So, jetzt ist es wieder eine. Gut. Helm aufmachen. Trink was. Super, wunderbar. Wie geht's den Kartoffeln? Die mittlere da ist ein bisschen schwach. Wieso? 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 Gut. Finden wir es ein anderes Mal raus, hä? Helm zu. Jetzt mit dem Cycle ist ein bisschen doof. Das jetzt vergiss, ist so. Panik! So, gut. Du, 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 du. Wie geht's eigentlich dem Raum hier drin? So kurz gesagt, hat man wieder der falsche Chip drin. So. Ah, Wasserstoff, weil es uns mal die Leitung, also Dampf, hä? Die Leitung hat es ja mal verrissen hier. Wir prüfen gerade mal alle Leitungen, hä? Kilopascal. Oh, hier ist Wasser schon flüssig drin. Okay. 22 Megapascal ist immer noch genug. Hier ist ja alles ausgeschaltet. Wir können die mal alle ausschalten, wenn wir gerade hier alles aus haben, hä? Solange wir den Hebel aushaben, können wir es ausmachen. So, der hat nur Dampf drin, weil das hier noch unzufriedenstellend ist. Aber wir brauchen ja zuerst den Strom, bevor wir da was. Oh, Strom ist durch. Gut, wie viel haben wir noch gewonnen vom. Ja. Hat sich kaum gelohnt. He? Ja, gut, wenigstens ein bisschen was für den Stress. He? Hat sich kaum gelohnt. Okay, wo waren Schemen geblieben? Wir haben den Sensor, wir haben die Energie, die Batterie holen wir dann von oben. Wir haben ein IC-Gehäuse, wir haben den IC-Chip. Gut, das ist ja mal die Hälfte der Miete. Und wir müssen ja den Chip programmieren. Dazu gibt es zweierlei. Es gibt ein Laptop. Braucht Elektrom und Lötzinn. Und dann gibt es noch einen Computer. Und der ist wesentlich günstiger. So, Gold. Zum Glück haben wir noch Gold. Boah, stell dir vor, wenn wir jetzt alles durchgebrannt hätten für diese Batterie, dann hätte es mich kurz depressiv gemacht. So, Computer wird hergestellt. warten wir kurz einen Moment, bis der durch ist. So, und er hüpft raus. Wunderbar. So, ich weiß ihn raus, der Computer. Nice. Und der Computer allein funktioniert nicht. Da braucht es noch ein passendes Mainboard. Und das nennt sich IC Mainboard. Hä? Was war jetzt das? Aber oh, wir hätten beinahe zwei Computer gemacht. Scheiße. Gut. IC Mainboard. So, das ist alles, was wir brauchen. Vorhin hatten wir einfach mega viele Clips. Jetzt haben wir ein paar Leitungen. So, jetzt brauchen wir noch Kabel. Schwere Kabel. Ne, machen wir noch einen Satz. Ein paar. Und ich habe noch ein Filterproblem in meinem Anzug. Da müssen wir noch Filter machen. Das wären diese. Hä? Das geht parallel. Passen drei rein. Eins, zwei, drei. Das reicht. So. Und dann packen wir die alten Filter mal hier rein. Eins, zwei, drei. Der angebrauchte zuvorderst. Und dann packen wir die neuen hier rein. Da haben wir wieder einen Moment Ruhe. Okay.
Gut, das müsste auch reichen. Ich schmeiß das Zeug mal raus. Oh nein, wir haben. Oh, das wollte ich eigentlich nicht machen. Jetzt haben wir ein paar Hebel gezogen. So, gut. So. Ist doch alles drin, der Rest. Okay. War nur das eine Paket. Hä? Okay, wir speichern mal zur Sicherheit, bevor wir wieder einen komischen Quatsch machen. So, wir müssen hier aufmachen. Wie schaut es eigentlich hier die Atmosphäre aus? Auch Wasserdampf, hä? Muha. Boah, so schön. Die Welt ist so schön. So, düsen wir hoch. Gut. Okay. So. Jetzt, meine Damen und Herren. Jetzt bauen wir mal das Zeugs auf. Die Kabel hier. So. Gut. Jetzt bauen wir mal das Zeugs auf. So. Und zwar wie? Das ist jetzt eine gute Frage. Okay. Wir speichern mal an der Stelle. Falls ich was völlig falsch mache, dann sind wir dann noch zu retten. Hä? Ein Computer. Oh cool, den können wir hier draufstellen. So, da hat verschiedene Eingänge. Strom und Daten. Und wir stellen ihn. Wo stellen wir hin? Wir stellen ihn hier hin. So, gut. Und der braucht jetzt, was braucht er noch? Schrauben Sie ja. Ja, genau. Und jetzt ist so, da habe ich jetzt auch ausprobieren müssen kurz, wie das genau funktioniert. Man kann hier aufmachen. Und jetzt kann man die richtige Platine einstecken und kann man wieder zumachen. Und dann braucht der Strom. Da nehmen wir gerade die Kabel, machen wir gerade violett, sonst sind wir nachher wieder am Anmalen. So, ist gut. Und dann mit der Zange als Bolzenschneider verkabeln wir dich einmal ans Datending und einmal ans Stromding. Und jetzt können wir dich anschalten. Wieso nicht? Was fehlt jetzt dem? Ein Datendisk. Oder Strom. Ja, Strom sollte eigentlich genug da sein. Dann fehlt es offensichtlich. Müssen wir doch so einen Datendisk reinlegen? Ich glaube nicht. Schon. Komm, wir müssen es probieren. Wir haben ja eine. Oh. Die Marsatmosphäre. Voll geil. Dann, ich zweifle, ich glaube, es liegt eher an der Stromversorgung als jetzt an der Datendisk. Dann holen wir noch die Datendisk aus diesem Fach, wo wir haben. So. Könnte schon sein, dass man die Boot-Diskette braucht, um überhaupt zu starten. So. Jetzt düsen wir hoch. Gut. Dann probieren wir das mal. Will nicht. Wir haben höchstwahrscheinlich zu wenig Saft hier. Kann nicht sein. Kann nicht sein, Kamerad. Das alles ist ja verbunden miteinander. Da hat ja alles Fuß drauf. Wieso will jetzt der nicht? Verdammte Scheiße. Rätsel in der Dunkelheit. So. Oder brauchen wir zuerst noch das andere Zeugs hier? Nein, brauchen wir nicht. Aber wir nehmen es mal raus. Und mal schauen, was er macht. Er macht gar nichts. Er hat keinen Strom. Er hat hier oben keinen Strom. Gut, dann müssen wir einen anderen Platz finden. So. Dann braucht es die Diskette doch nicht. So, wir werden aber jetzt den Chip vorbereiten. So. Und zwar braucht Stromo. Zwar von hier am liebsten. Jetzt wird es wieder lustig, hä?
So. Und jetzt machen wir hier die Datenleitung her. Die Stromleitung. Dann machen wir den auf. Schalten wir den ein. Und jetzt brauchen wir noch die Batterie. Die ist auch noch unten. So. Da haben wir ja hier eine große Batterie. Die nukleare. Passt so. Ah, die anderen müssen wir mitnehmen. So, gut. Dann schauen wir mal. Rätsel über Rätsel. So. Dann packen wir mal hier dich hinein. Batterie in den Slot. Es funktioniert gut. Da kannst du zu. Nein. So. Gut. Dann kommt jetzt das IC-Gehäuse. Das, nein, das Gehäuse. Und jetzt hat es da Stromo und Daten. Jetzt würde ich Daten. Oh, jetzt ist wieder so eine Sache, hä? Das heißt, wir wollen den Strom von hinten haben, dass der Strom hat. Da können wir ein normales Kabel nehmen. So. Gut. Und hier müssen die Daten rein. Gut. Und jetzt muss der Chip noch rein. Gut. Und jetzt brauchen wir auf dieser Leitung brauchen wir jetzt noch den Tageslichtsensor. Das wäre der hier. Und den nehmen wir, sollen wir hier hin nehmen? Oder hier hin? Oder hier hin? Hier hin? Dann könnten wir ihn hier hinsetzen. So, so sieht es doch besser aus, oder? So. Und da könnten wir eigentlich die Stromversorgung doch noch umziehen. Das würde mir besser gefallen. Handbohrer, sorry. Ich habe wieder alles durcheinander. He? So. So wäre es besser. He? Batterie hier rein, einschalten, zumachen. So. Gut. Und weil es so lustig ist, machen wir das noch fein. Schön. Das hätte ich nicht machen müssen, theoretisch. Ei. So. So. Und dich nehmen wir weg. Jetzt fliegt noch das Kabel vom Dach. Das wäre. Ganz verrückte Angelegenheit. Gut. Jetzt sollte der Power haben. Yes. Und jetzt kann ich den einschalten. Wieso läuft denn der nicht? Verdammte Scheiße. Echt, Mann. Was habe ich wieder vergessen zu machen? Müssen wir hier zwei Datendisks rein tun? Wo ist das Mainboard? Wieso, wieso, wieso? Wieso, wieso, wieso? Also der läuft ja mal. Wieso läuft jetzt der nicht? Was habe ich falsch gemacht? Muss ich den. Wisst ihr was? Ich mach's so. Vielleicht ist ja. Ja, jetzt kommt ja die Nacht und dann haben wir eh keinen Strom mehr. Gut, dann machen wir es so. Dann nehmen wir den nochmals zusammen. Schraubenzieher. Oh. Teure Bauteile fliegen herum. Und den kann man jetzt mit dem Akkuschrauber lösen, oder? Genau. Dann setzen wir dich doch hier hinten hin. Dann haben wir so Stromo und so Daten. Machen wir es mal so. Gut.
Dann Kabelzeugs und dann machen wir hier Strom ran. Ich habe wieder mein Durcheinander im Inventar. So. So, wir brauchen da das andere Werkzeug. So, und jetzt noch die Daten hierher. Eins, zwei, oh nein, nicht du. Ach. Das war jetzt eine ganz schlechte Idee. Ich habe immer so schlechte Ideen, weil ich einen riesen Durcheinander im Inventar habe. So, jetzt. Eins, zwei, drei. So, und jetzt schalte ich ein. Platine rein. Jetzt funktioniert er, hä? Okay, also Datendisk braucht man nicht. Das ist schon mal gut zu wissen. Okay, so. Läuft bei mir, hä? Okay. Ich werde kurz die... So. Das nervt mich gerade so. Eins, zwei, drei. Okay. Gut, ich muss ganz schnell runter. Da muss unbedingt sofort erledigt sein. Sonst bin ich tot. Toter als tot. So. Gut, der Anzug hier rein. Helm öffnen, sonst ersticke ich, wenn ich ihn anziehe. So. Gut, dann kann man gerade duschen, wenn man hier ist. Geht's den Kartoffeln? Sehr gut. Immer dieses Zeugs. Essen, 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 essen. So. Krass. Hat leer. Gerade leer gefuttert. Gut, wunderbar. Jetzt haben wir noch eine einzige Kartoffel. Kühlschrank zu. Ich glaube, da müssen wir dann uns gerade auch noch drum kümmern. Hey. Jetzt sollte auch der Tank leer sein. Jawohl. Sauerstoff haben wir immer noch zu wenig in der Leitung. Da müssen wir auch noch regeln. Also gut, die Super Diskette kann hier bleiben. So. E. Okay, heben zu. Cyclen. Ich glaube mal kurz, wie es den Kartoffeln geht. Eine Kartoffel, eine. Zwei Kartoffeln, eine. Ah, die haben schon Samenbildung. Oh, nice. Warte mal. Dann machen wir das doch kurz und. So, also. Die lassen. So, gut, die kommen wieder hier rein auf Reserve. Dann packen wir die Pflanzen an. Packen wir die Pflanzen an. Packen wir die. Und noch dich, hä? Und du hast zwei Kartoffeln, das heißt, du bist ein Menü, hä? Aha. Gut. Wie schaut es eigentlich hier aus mit der Atmosphäre? Wieder prüfen. Ich habe wieder den Akku angelassen. Ich glaube es ja nicht. So. So.
So, wir müssen das geprüft haben. CO2 ein bisschen knapp. Helfen wir kurz nach. Gut, das reicht. Okay. 3%. Okay, der sollte den Kartoffeln gut tun. So, gut, wunderbar. Jetzt haben wir da alles bereit. Alles bereit. So, jetzt geht's hoch. Nicht hier. Komm, runter. Jetzt geht's los. So. Wir düsen hoch. Gut, wunderbar. Wieso hat er eine Störung? Komisch. Es dreht ihn noch durch. Ach, echt mal. So, gut. Jetzt sehen wir schon, der ganze Steuerungsaufbau ist jetzt so und nicht mehr so, hä? Gut, okay, und jetzt nächstes Mal geht es dann ran an die Programmierung. So, wunderbar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.